Hallo Leute, willkommen zu Dark Souls 2 in einer etwas anderen Version. Mit mir auf jeden Fall Kosa und wir haben sogar Data dabei. Hallo Data. Hallo. So, andere Version. Vielleicht merkt ihr schon, das ist quasi ein Replay zu dem, was ich aufgenommen habe. Und ich dachte mir, ich hole da mal Data mit rein. Weil er es verkackt hat. Weil ich es verkackt habe. Aus irgendeinem Grund hat sich mein Pegel vom Mikrofon auf 100 gesetzt. Ich hasse es. Ja. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Ein weit verbreitetes Phänomen. So, wir sind stehen geblieben beim DLC 3. Auch für dich, Data. Ja. Wir. Ich habe keine Ahnung mehr davon. Echt nicht? Habe ich ja schon erwähnt. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Aber wenn ich jetzt ein bisschen was sehe, dann kommt es mir bestimmt bekannt vor. Stimmt. Wir haben so den Schneesturm hier in der Festung ja weggejagt, mehr oder weniger. Somit können wir mehrere Wege gehen. Weil manche Wege waren uns noch zuvor versperrt. Ich versuche zu backsteppen, es klappt nicht. Es klappt nicht. Gleich klappt es aber. Lustig, auch hierbei, ich bin voll mit Schnee. Das ist komischer Schnee, wenn du mich fragst. Bist du gerollt? Ja. Ja, wenn du rollst, dann bist du voller Schnee. Ja, aber vor allem wie? Ja, hier die netten Damen, die stehen auf einmal jetzt auch auf. Ach, das sind die Magier, ne? Nicht immer, die haben ja diese komische... Keine Ahnung, die halten das wirklich so wie so ein paar Viper aus Animes. So richtig scheiße. Wieso, Na, guck mal, wie die das halten. Wird nur so ein Anime-Geräusch. Ja. Ja. Wir sind auf der Suche nach ein paar weiteren Eleum-Leustritter, so heißen die Typen. Was macht man mit denen? Man stürzt mit den Rittern, das sind dann insgesamt dann vier, in das tiefe Chaos oder was das ist. Ins Chaos auf jeden Fall. Und die versperren quasi die Tore, dass dann da die verdorbenen Ritter rauskommen. Und dann öffnet sich das nämlich das Portal und der Endboss kommt raus. So ist das der Ziel. Ich habe gespoilert, sorry. Du kriegst da richtig, der Bogen macht ja voll Damage. Ja, wenn man halt auf Beweglichkeit geht, ne? Ja, gut, stimmt. Ich brauche meinen Bogen hier, das wird sonst nichts. Egal bei welchem Spiel, Bogen muss ran. Ist ein anderer. Schöne Musik. Oh ja. Eigentlich ist es ja total ungewohnt für ein Dark Souls-Spiel, aber hey, warum denn nicht? Man muss auch mal was Schönes im Dark Souls-Spiel erleben. Genau. Warum da nicht fremde Musik? Naja, wenn Sie unbedingt meinen müssen, wir wollen keine Musik für unsere Landschaften, ja bitte. Kann da keine? Für die Landschaft hier, nee. Da hörst du das Stampfen durch die Wege hier. Na super. Hier habe ich noch was gesehen, hey. Das ist so ein Moment, wo ich mir denke, hey, den fällt nichts mehr ein, mir zu geben. Habe ich schon öfters mal erwähnt. Aber Lloyds Talisman, der ist doch wichtig. Für? Also entweder für PvP, da kannst du dann die Estus-Trinkerei unterbinden. Achso, der Scheiß. Oder du wirfst es auf eine Mimik, dann schläft die, dann kannst du das Item einfach rausnehmen. Ja, die PvP wirst du hier nicht viel erleben, außer NPC Invades. Bist du Offliner? Ich bin Offliner. Offliner, okay. Auch hier muss ich dir sagen, da du jetzt nicht sehr regelmäßig meine Videos verfolgst, ich hatte einen Moment gehabt, wurde ich wieder invaded, der hat auf mich zugewunken und ich dachte mir so, nö, leck mich, ich spring von der Klippe runter und dann hat er seinen Scheiß da. Das war mir echt zu blöd in dem Moment. Oh Mann. Ey, ich hab's gehasst. Einfach. Ich hab's einfach gehasst. Ja, ich spiel gerade wieder Dark Souls 3 und ja, es geht echt auf den Sack. Und weil du es vorhin erwähnt hast, ne? Oh. Ja. Stimmt, hier konnte man die noch gar nicht so richtig sehen, ne? Hier gibt's ja keine Ketten dran. Das ist richtig, da war halt eine Mimik. Tatsächlich gab's davor nur eine weitere und die war aus Holz und das war in Schloss Spring Lake, aber sonst gar nicht. Hier war ein Cut. Ach so. Oh. Benutzt du so ein Talisman? Nee, ne? Nee, weil ich selbst nicht wusste, wofür ich die überhaupt brauchte. Ja, kannst du ja in der Zukunft mal machen, weil dann schlafen die, du nimmst das Item raus, dann kannst du die angreifen und dann, weiß nicht, also die greifen dich dann nicht sofort an. Lustig halt, dass sie mich auch von der Seite erwischt haben, das ist der Hammer. Das ist normal. Das ist normal, sagt er. Ja, das passiert oft. Die müssten mich doch eigentlich verfehlen. Nein. Du musst rollen. Also kannst du einfach durchrollen, sag ich mal. Mhm. Nee, bei Katharina-Rüstung, ne? Aha, die Zwiebelritter-Rüstung. Richtig, den Helm habe ich auch schon.
War aber im anderen DLC so, hier gibt's halt auch so Krimskrams, ich brauch das ganze Material eigentlich gar nicht mehr, weil ich hier keine anderen Waffen mehr nehme. Ja, stimmt, wenn du einmal deine Waffe gefunden hast. Gerade ich bin ja froh, dass du die alte Ritterlanze da nicht mehr nimmst. Die schnell kaputt geht, meinst du? Ja, das ist die einzige Waffe, mit die extrem schnell kaputt geht. Aber sie haut auch dementsprechend gut raus, das ist halt so der Unterschied. Ja, es geht. Und ja. Hast du Santiers Speer gefunden? Was für ein Speer? Santiers Speer. Ich glaube nicht, so wie sich das anhört. Oh, das wäre genau deine Waffe. Die geht auch auf Beweglichkeit und so schnell. Ja gut, aber was ist das in die Angriffsbewegung? Ich meine, die von der Hellebarde finde ich eigentlich ziemlich geil. Nee, die ist übelst schnell, also so, stell dir vor, du hast einen Stab, wirbelst rechts, wirbelst links. Das ist eine krasse Waffe. Das Ding ist, du findest die als Speer mit oben einen Steinkopf dran. Das heißt, da ist es eine schwere Waffe. Dann hat die 500 Haltbarkeit. Und du musst sie kaputt machen, damit sie zu der Waffe wird, die sie sein soll. Okay. Das dauert Jahre. Hier nebenbei lustig, ich eier da erstmal rum, weil als der Schneesturm war, waren da diese Geister. Und die hast du ja auch scheiße gesehen. Und ich habe einen weiteren Winter gefunden. Oh, was passiert hier? Ja, warte, irgendwo ist der Weg da. Da. Und da kann man dagegen hauen. Das stimmt. Aus schöner Angewohnheit machst du das nämlich immer noch. Was dagegen hauen? Ja, gegen Wände. Da muss doch was sein. Dokus Hut habe ich mir mal angeschaut. Was ist das denn? Siehst du jetzt gleich. Das ist ein... Warte mal, da ist der Helm. Da ist er. Ach, Rüstung könnte man hier ja auch leveln. Ah. Das Ding. Das sieht aus, als ob ich irgendwie... ich sehe aus wie Sir Hammerlock aus Borderlands 2. Cool. Ja. Ich hätte wenigstens meinen Schnauzer noch. Ich bin ja immer noch der dritte Bruder von der Mario Brothers. Ja. Mit meinem Schnauzer. Mario. Ein Cosa. So. It's a me, ein Cosa. It's a me, genau. Oh Mann. Ja, die ganzen Wege konnte ich jetzt lange nicht gehen. Die Viecher sind richtig lästig, weil die kannst nicht backstabben. Ja, aber du kannst, wenn die das Schild hochhalten, kannst du doch treten. Der tritt nicht, der macht so einen Schulterangriff. Was, du? Ja. Ach ja, stimmt, hier gibt's ja keinen Tritt, aber es geht auch. Das ist richtig, aber ich mach das eigentlich, wenn dann nur immer versehentlich. Das ist das Lustige daran. Und da verkacke ich gerne mal. Na super. Ja. Welches Level bist du jetzt eigentlich mittlerweile? Ich muss gerade überlegen. In dem Moment, ich glaube 185. Alter. Ja. Das ist krass. Ich weiß schon gar nicht mehr so wirklich, wohin mit den Punkten. Ich meine, ich gebe jetzt hauptsächlich noch Ausdauer und Beweglichkeit. Weil Leben brauche ich irgendwie nicht so dringend mehr. Ich habe einen Lebensring auf plus 3. Ja. Da reicht das erstmal voll und ganz. Ich stecke ja auch gerne mal ein paar Angriffe ein, weil mir das sonst so blöd ist. Ich glaube, mit dem Level bist du ja übelst OP eigentlich. Es geht. Gewisse Bosse habe ich dennoch erstmal ein paar Anläufe gebraucht. Ja, wenn du guckst bei Dark Souls 1, du bist am Ende, keine Ahnung, maximal... Level 90 oder sowas. Das ist richtig. Aber man hat ja auch. Man hat ja auch weitaus mehr Sachen. Du hast hier mehr Bosse, du hast hier mehr Wege, du hast hier mehr Sachen, die du halt die Punkte investieren kannst. Hast ja alles im 1 nicht so ganz. Ja gut, aber Teil 3 dann schon. Ja. Da gibt es ja keine Anpassung mehr oder so, sondern. Weiß ich nicht. Ich glaube, Anpassung war ja wirklich nur für die Dodge Roll, oder? Da bist du da irgendwie. Keine Ahnung. Es ist irgendwie Anpassung, so eine Richtung. Anpassung habe ich immer nur auf dem Schirm gehabt, dass es die Resistenzen erhöht. Mehr weiß ich nicht, ich habe mich da nicht mit befasst irgendwie. Ich hatte ja auch mal irgendwas gehabt. Ich hatte irgendwann mal so gehabt, Anpassung sollte auf 20 sein, dann passt irgendwie so in der Richtung. Deswegen habe ich es hochgemacht auf 20. Okay. Ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich, dass dadurch ja auch die Instability Frames von den Dutch Rolls. Instability Frames. Von den Dutch Rolls ja, durchaus höher sind, weil davor konnten mich die Leute noch erfolgreich treffen, obwohl ich gerade am Rollen bin. Okay. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Ich habe einen Shortcut gefunden nebenbei. Das war ein Shortcut? Ja. Schon, warum geht er jetzt zurück, ey? Ja, eigentlich muss ich hier runter. Aber erzähl's bitte kein weiter. Ich doch nicht. Um den da solltest du dir die Gedanken machen. Ach, ich glaube... Sieht aus wie eine Plaudertasche.
Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht, aber das Problem ist gelöst, er ist tot. Er ist tot, ja. Oh, dieses lahme Regenerations... Das ist wirklich nervig, ja. Dann ist das plus 4, müsstest du nicht auf 10 sein oder so? Mit dem Knochenstab? Was? Wo soll ich denn da noch 6 weitere gefunden haben? Am Ende hat man so plus 10. Nicht, dass ich wüsste. Und selbst wenn wo... Da hat er wieder alles verpasst. Hast du den Vogel befreit? Den Vogel befreit? Du meinst Ornifex? Ist das der Vogel? Wenn du der meine Boss Videos schauen würdest, wüsstest du, ja. Aber ich hab doch, wo ich die Parts angeguckt habe, die ersten paar. Ja. Die da draußen waren schon. Ja. Da hab ich dann auch gespielt nebenbei. Ja, das stimmt. Aber ich habe den Vogel nicht befreit. Ich weiß auch nicht, wie ich den befreien kann. Das ist eigentlich ganz simpel, sage ich jetzt mal. Du brauchst einen Duftzweig. Wow. Und zwar vom Leuchtfeuer aus. Rechts steht da so ein Löwe, einfach so, ohne irgendwie, dass er was großartig versperrt, ne? Ach so, der hat das, oder was? Der hat den Zahnschlüssel, um dann Ornifex zu befreien. Und zwar dann da unten, wo die Basilisken überall sind. Naja, aber wie random ist das denn, ey? Das ist sehr random, das ist richtig. Das war so wieder so ein Moment, da habe ich lieber mal nachgeschaut, weil Bosswaffen braucht man. Naja, ja, eigentlich nicht so ganz, wie man sieht. Es gibt bestimmt gute Bosswaffen in Teil 2. Wahrscheinlich, aber die Stärkewaffen interessiert mich halt nicht. Warum auch? Hm. So, ja. Jetzt habe ich überlegt, Mimic? Ach, kommt schon bitte nicht. Gut. Wenn ich hau doch einmal drauf. Ich glaube, dann geht die Kiste sogar kaputt. Nee, erst noch zweimal. Was? Ja. Verdammt. Also bei Holzkisten zweimal draufhauen und bei Metallkisten ist ja egal, die gehen ja nicht kaputt. Aber wenn ich mir da unsicher war, habe ich einmal draufgehauen. So gesehen hätte ich das wahrscheinlich sonst noch früher öfters mal gemacht. Und hier mal ein Triple Kill mit der Skibitar. Ich trage sie immer noch. Easy. Skibitar auf 10 nebenbei. Ich habe in Teil 3 jetzt mein Dolch ausprobiert. Yee. Damit rastet man am Ende völlig aus, Alter. Ah. So viel Damage. Krass. Nee, mir ist das nicht. Ich brauche meinen Bogen, ich brauche eine Lanze oder sowas in der Art. Und hier ist wieder ein Weg. Ja, ich wollte halt mal was anderes ausprobieren. Ich mache eigentlich immer dasselbe in Dark Souls 3. Das ist ja wahrscheinlich richtig. Du machst das schon öfters mal. Ich glaube, hier habe ich wieder einen Shortcut. Ja. Das stimmt. Das ist dieselbe Tür wie die andere eben. Ja. Das ist die Shortcut-Tür. Also hier ist die Stelle, die hat man so einen Schlüssel gefunden, was ein Augapfel ist. Damit sieht man unsichtbare Leute. Ah. Hat man gebraucht, um den Tiger anscheinend zu sehen. Ich weiß es nicht genau. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Waren das nicht zwei Tiger? Es gibt einen Boss mit einem Tiger und es gibt einen Boss mit zwei Tiger. Ach so, okay. Ja. So, wir gehen natürlich weiter und hey, einen Welt! Verstoß nächste Dona. Dana! Ah. Die macht Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. In meinem eigentlichen Spiel nennt man mich Kamek. Du bist keine Sabrina. Du bist ein großer. Ja, so. Zeig, was du drauf hast. Problem ist, ich bin dann erstmal weggegangen, weil der Ritter von hinten kam. Ach du Scheiße. Das ist scheiße, ja. Vorhin hier diese Dunkelheitsmagie hier ist einfach nur viel zu stark. Ja. Eigentlich sollte die, also zumindest war es so gedacht in Teil 1 und Teil 3, dass die, wenn die dich trifft, deine Ausdauer runterzieht und erst Schaden am Leben macht, wenn du keine Ausdauer mehr hast. Aber hier funktioniert die ja einfach... Ah, okay. Instant. Ich glaube, so eine Stelle gibt's auch in der Gruft, da ist es genauso, die zieht erst die Ausdauer weg. Mhm. Da habe ich mich gefragt, okay, was ist jetzt so schlimm daran? Ihr habt mir ein wenig Ausdauer genommen. Ja, ich bin erfolgreich reingerollt. Ja. Ja, ich sehe schon, der geht auf Backsteps. Alter, das war ein Kristallseenschwert, der hätte ich bestimmt one-hitted. Nee, er braucht 2 Hits. Willst du nicht wissen, wo ich das weiß? Oh, kommt das noch? Vielleicht. Bam, ich dachte, ignorierst du das? Nein, scheiße, oh, das hat weh. Und dann kam noch einer. Ah, scheiße. Ja. Okay, dann hat die aber schlecht geskillt. Es ist ein NPC. Ich weiß, und dann wurde die ja schlecht geskillt. Apropos NPC in Wales, der Verlassene ist echt scheiße. Hier, der random über einmal kommt. Nee, der kommt gefühlt in jeder Welt mal und in höheren kommt er sogar mit einer Sense und nicht mal mit einem Schwert. Ja, du musst irgendeinen Eid beitreten, damit der nicht mehr kommt. Ah. Ja, cool. Aber frag mich nicht welcher. Mein Eid ist der des Glockenbewahrers. Ja, damit du da locker hochgehen kannst. Ja, na gut, war nicht so locker dann am Ende. Die Sache ist nicht beim
beim Mondturm habe ich es ignoriert, habe ich mich durchgemetzelt und beim Sonnenturm habe ich das einfach genommen, aber musste mich trotzdem durchkämpfen. Okay. Ja. Normalerweise nimmt man den Eitern halt, damit du einfach hochgehen kannst, ohne invasiert zu werden. Die ganze Zeit. Ja gut, ich, offline. Ja, ja, na, dann ja, ist es egal. Macht keinen Unterschied, aber da waren eh nicht schöne Sachen dabei. Und jetzt hat sie mich wieder schön getroffen. Das war die Schattenmagie. Ja, ja, das siehst du, normalerweise hättet ihr jetzt eigentlich nur die komplette Ausdauer wegziehen sollen. Hm. Ich frag mich, was das für kleine Kugeln sind, die sie da immer abfallen. Ob das wirklich so oder das wert ist. Glaub nicht. Dass ihr es gerade gewonnen hättet. Ja, Dreiviertel weg mit Backstep. Easy. Waffe haut halt rein. Ich krieg ja, eigentlich auch die Ritter hier gebackstep. Santis Speer muss ich unbedingt noch holen, Mann. Mm. Das doch, die Waffe wird dir übelst gefallen. Okay. Ich weiß nicht, ob es. Das war immer ein Highlight. So, hier nebenbei habe ich jetzt einen Ritter gefunden, den ich suche. So Special Part. Wie zerstöre ich eine Waffe? Ja, genau. Ach, die Ritter. Genau. Die sehen ein bisschen aus wie Enten. Oder nee, die Rüstung, die. Das ist Ruinenwächterrüstung. Ritter aus Elum Lois sucht das Chaos. Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch. Da unten bei dem Endboss. Ja, das ist Ritter da Nummer 3. Ach. Hm. Kannst du aber auch ohne machen, glaube ich. Wahrscheinlich, ja, dann kommen etliche viele von diesen Rittern und das, ja. die halten schon gut aus. Ich hab das nicht ohne gemacht, nein. Ich auch nicht. Das ist Lustiges, das sieht man ja dann, wenn ich dann soweit bin, aber einen brauche ich noch. Ich glaube, einen hatte ich nicht, also ich hatte nur 3 oder so. Das Lustige ist, im letzten Part war ich da unten schon mal, mit einem Ritter. Okay. Und der hat dann halt auch dementsprechend so ein Tor zugemacht. Und dann stand ich dann da mit einer Masse von 5-6 von den Rittern und wusste nicht mehr wohin mit mir. War echt unangenehm. Das ist der Typ, der so übelstes Schwert hat, ne? Naja, was heißt ein übelstes Schwert? Der pusht das noch auf. Na genau, und das wird dann immer länger oder sowas. Naja, es wird nicht direkt länger. Spielen. Das war das, wo die... Nee? Seitdem es das gab, ist jeder scheiß Invasierer damit rumgerannt. Das war nervig. Okay. Ich muss halt sagen, ich habe dann halt einfach nichts mehr geschmiedet, weil ich bezweifelte halt einfach, dass sich die Waffen besser werden. Ja, es lohnt sich ja auch nie irgendwie. Das hier ist eine Kackstelle, sag ich dir jetzt schon mal. Mehrere Magier, dann ich, ja, da unsichtbare Wände, nice, ich liebe es. Unsichtbare Wände. Ja. Ich hasse es, vor allem wo das Ding nicht hängt, ey. In der Luft. Ja, das ist scheiße. Wie sich das gehört. So, das war Nummer 1. Jetzt wacht der Golem. Ach, der Golem. Ja, weil du es zu nah da dran gekillt hast. Ja, wie hätte ich das machen sollen? Ja, gar nicht. Ja, deswegen. Und Deutschland wollte ich nicht, weil das sind Drohnen. Ich wusste es. Ach so. So, ich glaube, der Golem hat mich lieb. Ja, der hat mich sehr lieb. Erstmal eine Umarmung. Zu früh gerollt. Der nimmt vorhin meine Seelen weg. Stimmt. Ja, du brauchst ja eh nicht mehr. Ja, das wäre nicht wieder genug gewesen für ein Level-Up. Ja, aber du hast gesagt, du brauchst keine Seelen mehr. Das ist eigentlich richtig, aber ich sage auch nie nein zu einem Level-Up. Ja, das stimmt. Vor allem, weil ich so wirklich um die 50.000 mittlerweile brauche. Kann man da eigentlich auch, wenn du jetzt blockst und dann schlägst gleichzeitig, machst du dann so einen Stich? Ja, so einen Spartan-Angriff, wie ich immer schön sage. Spartiaten! Au! Der ist ziemlich gut. Nee, der ist blockst, schwächer als die normalen Angriffe. Nee, aber du blockst ja nebenbei noch. Also wenn du mal einen Gegner hast, der dich mehr angreift, wo du keine Chance hast zu treffen, dann blocken und schlagen. Dann blockst du den Angriff trotzdem und machst halt ein bisschen Schaden. Also es frisst halt alles Ausdauer, die Hellebarde zieht schon ordentlich. Ja. Und die sind auch scheiße. Was für ein scheiß Tempo, die das abfeuern. Ich hatte dann keinen Bock wegzurollen. Oh Mann, ich hab keinen Bock auszuweichen. Das ist mir zu blöd. Wieso sollte ich eine Mechanik von dem Spiel spielen? Ja. Ehrlich mal. Ist ja auch sinnlos. Oh, Alter, kann man hier viele Pfeile mitnehmen. Ja, ich pushe mal auf 999. Alter. Kannst du aber auch im ersten Teil. Ja, aber im dritten nicht mehr. Kannst du maximal 100. Das ist wirklich scheiße. Also zweimal 100. Und meistens reicht es gar nicht. Also da kann man nicht mehr einfach so einen Drachen oder so umtöten. Das geht da nicht mehr. Ach, Meldos mache ich aber gerne. Ja, ja gut, kommt drauf an, wie stark dein Bogen ist. Ja, der ist doch nicht schlecht, sag ich jetzt mal. Ist ja auch wieder, das da drüben ist ein Mimik, Alter. Was? Das riech ich doch. Wie, du riechst das? Das ist eine Mimik, Alter. Wie kommst du darauf? Das ist doch... Weil die Verschlüsse waren zu silber. Ach so.
Anders, sie sah anders aus als die andere Kiste. Die war auch heller. Aber ich bin gut. Ja. So, jetzt gibt's erstmal einen Cut und ich räume hier nochmal auf. Da. So. Ja, am besten finde ich immer die Cuts, wenn du gestorben bist, dann cuttest und dann einfach wieder stirbst, damit man den Tod mitnehmen kann. Ja, so, jetzt sagst du mir, jetzt kriegst du aufs Maul zweihändig und dann frisst du mich schon wieder. Aber ich lebe. Das ist das Schöne. Und dann macht die alle Kisten so? Und dann macht die das. Wie alle Kisten. Die Kisten so vierbeinig? Ja. Oh. Die sind alle vierbeinig. Oh. Weil früher waren das nur besondere Kisten. Also nee. Ein oder zwei gab's davon. Also bislang habe ich nur wirklich so eine vierbeinige gefunden. So, erneut stehe ich wieder hier. Jetzt machst du die Kiste einfach wieder so auf. So, nee, jetzt dachte ich mir, jetzt greife ich die von der Seite an. Da kannst du mich doch gar nicht erwischen. Natürlich kann ich dich da erwischen. Ja, warum? Das ist fast kein Sinn. Du musst einfach nur ein Stück weggehen. Oder halt im richtigen Moment rollen. Apropos Stück weggehen, das mache ich jetzt unheimlich. Aber es wäre so geil, wenn sie sich einfach durch die Wand fressen würde. Ja, das lustig ist, ich kann doch durch die Wand angreifen an gewissen Stellen. Fand ich lustig. Ja, klar. Und hat es gelohnt? Wo da habt ihr? Hast du es benutzt? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was das ist. Ich hab's einfach mitgenommen. Das ist der Kistenhelm. Ach, ist der Kistenhelm? Ja. Ach. Da kriegst du mehr Seelen und besseres Loot-Glück. Ach, beides sogar gleichzeitig. Aber dein Leben wird abgezogen die ganze Zeit. Das ist mies. Ja, es ist halt Gier, ne? Das finde ich nicht in Ordnung. So, hier tricke ich eigentlich nur die Magierin, damit die zwei Typen runterkommen. Lol. Ja, hier dachte ich mir, glaube auch wieder. Ja, zweihändig, einfach auf die Mütze. Mir scheißegal, ob er mich trifft. Zack. Was hast du für einen Postwert? Achso, ja gut, durch die Schwarzritterhildebarde müsste der ziemlich hoch sein, ne? Was für ein Wert? Die Rüste, Balance. Oh, Balance ist hoch. Hauptsächlich eigentlich wegen Wenkers Rüstung, weil die ist echt stark. Gut, das auch, weil dann kannst du nämlich deine Angriffe durchführen, obwohl du getroffen wirst. Ja, das kann ich wirklich. Also, das war auch beim, hier mal rein in den Raum reinzuwerfen, beim Rauchritter so. Oh. Ach, da hast du einfach draufgehauen, der haut dich. Lalala. Naja, nee, das nicht so ganz, aber ein Angriff, das ist. Jetzt hast du aber die Kiste da nicht gekriegt, gell? Ach, da ist eine Kiste. Oh. Ja, zwischen den ganzen Golems. Oh, die habe ich jetzt nicht gesehen. Nein, die hast du gekonnt ignoriert, wa? Die habe ich gekonnt ignoriert. Ja. Ich wollte nämlich hier lang, da war ich nämlich noch gar nicht. Aber die Kiste, da ist ein. Da Dämmerungskraut. Ist noch ein Staub drin. Da ist bestimmt Dämmerungskraut drin. Warum weißt du das? Weil ich immer nur so eine Scheiße da drinne finde. Nein, das ist edler Knochenstaub. Ja, ist klar. Ja. Eine Ästescherbe. Ey, im ersten DLC, 5 Truhen in Folge. In 3 war trockenes Gewürz, oder trockenes, ja, gut, das so eine Scheiße. Erste DLC ist der Spagier-DLC, ne? Das ist ja immer so. Das Magier-DLC. Ach ja? Immer. Okay, und das zweite war aber so der Stärke-DLC. Ja. Du bist Feuerdings. Das nervt. Schmelzer-Dämon 2.0, ne? Ach Gott. Ja. Ich meine, beim ersten Mal hat es mir schon nicht gefallen. Nein, ich krieg ihn nochmal und der Weg dahin ist auch fürchterlich. Vor allem, ich hab's gespielt und ich hab mich erinnert an diesen scheiß Schmelzer-Dämon. Also der erste davon. Ja. Ich hatte ihn so schwer in Erinnerung, ich hab den dann einfach gefirst-tried. Ja, ich hab mehrere Anläufe gebraucht, das kann ich dir schon mal sagen. Ja, aber ich frag mich, wieso? Ich meine, der kam mir voll einfach vor dann. Ich dachte mir so, hä? Was war damals falsch? Nee, ich hab da wirklich auch beim zweiten Mal, ich hab, naja, nicht so lange gebraucht, aber doch ein Weilchen. So. 20 Stunden später, ja. So in etwa. Ich hab's geschafft! Du musst wissen, ich glaube, das Roma-Video war 1,5 Stunden lang, hab's runtergecuttet auf 46 oder 38 oder so. Ach du Scheiße. Ja, yeah, weil der Weg dahin einfach auch nur so endlos lang ist mit den ganzen Rittern. Ich spar mir das mit den Cutten. Ja. Ich beende dann einfach die Aufnahme und mach's neu an. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich dann noch vielleicht irgendwas treffe. So. Achso, ja gut, das ist natürlich. Ja. Letzter Ritter. Ey, da hinter dem geht's weiter, oder? Richtig. Weil den anderen Weg, da hast du nur noch ein Item, das nehme ich glaube sogar noch schnell, oder? Nee, ich gehe erst hoch. Okay, ich gehe hoch. Hab mich dazu entschlossen. Aber das Lustige ist, hier sind wir im Prinzip da, wo wir dann als nächstes auch definitiv hin müssen. Echt? Ja, das ist die Treppe hier, das habe ich schon gleich gemerkt. Hier war der Bosskampf gegen den Tiger. Ah, da. Ja, ich wollte es gerade sagen, da ist der Tiger und unten, bei dem Schnee kommen dann die zwei Tiger. Genau. Ah. So, aber das mache ich ja später. Ich habe da noch was liegen gesehen, das will ich natürlich mitnehmen.
Sehen wir die Tiger heute auch noch? Wenn du mit heute diesen Part meinst, nein. Nein, ich meine, wir haben hier ja noch was zu tun. Ja, es ist eine Aufnahmesession. Flammenschmetterling, hurra. Ja, wir werden sie sehen. Yay, da freue ich mich drauf. Ja, du wirst dich wahrscheinlich nicht freuen, wie ich es mache. Jetzt lustig, bestimmt. So. Da unten waren wir ja schon, da war das Leuchtfeuer, das sehe ich erst später. Hast du das Leuchtfeuer schon? Ja, ja, das eine müsste ich hier haben, also das da zumindest. Ach da. Ich habe gefühlt jetzt nichts vom Part mitbekommen. Ja, wir sind im Prinzip die Wege lang gelaufen und haben halt Ritter gesammelt. Jetzt wo ich so, das ist echt komisch, wenn man das anguckt, hat man überhaupt keine Orientierung. Aber wenn ich da jetzt wahrscheinlich selber durchgelaufen wäre, wüsste ich sofort, wo alles ist. Das ist auch sowieso, ja, so eine Sache, richtig. Aber ich bin hier schon mehrmals den Weg entlang gelaufen, jetzt quasi zum zweiten Mal. Nur um jetzt halt dann nochmal hier entlang zu laufen. So, 72.000 Seelen, wir werden ein Level auf uns gönnen. Große Kathedrale. Oh, die ist aber groß. Die ist sehr groß. Erstmal ins Abenteuerland. Ja, ich habe Majula aufgelevelt mit Asketenleuchtfeuer. Warum? Weil dann noch alle Truhen resettet werden. Alle Truhen? Ne? Bei den einen Händler da hinten links im Gebäude war eine Truhe. Und noch diese sonstige Sachen. Und ich habe halt gehofft, dass ich dadurch auch wieder eine Schärpe bekomme. Nee, ne. Und ich glaube... Leider nicht. Ich glaube, wenn man es auf 3 oder 4 hat, kriegt man sogar aus einer Truhe so ein Schild. Das sieht aus wie wie Schmetterlingsflügel. Echt? Ja. Da ist ein Schmetterlingsflügel. Oh. Wie geil. Ja. So, wir reisen natürlich wieder zurück. Und gehen den Boss an. Oh oh. In diesem Part noch? In diesem Part noch. Alter. Das ist ja voll gepackt mit Content. Das ist richtig, so sind meine Parts. Keine halben Sachen hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, er kommt im nächsten Part. Nee. Ach, der. Lustig ist, man kann zu der da hochkommen. Echt? Ja, aber das habe ich nicht gemacht. Weil das übel scheiße ist. Wie soll man denn da hochkommen? Also, ganz einfach. Moment, erstmal. Na, Jungs, habt ihr Bock? Habe ich gefragt. Und dann heben sie die Waffen. Sehr schön. So, hier erinnert sich jetzt die natürlich. Haben auf jeden Fall Bock. So, jetzt stürzen wir. Da kommt Bossfight-Musik. Vielleicht. Komm schon, irgendwas von Sonic. Das ist Bossfight-Musik. Aber von wem? Na, hier, vom Ivory King. Ach so? Ja. Hier ist eine Sache, die habe ich nicht so ganz verstanden, ob das so richtig ist. Ich habe jetzt nur noch 3 Tore. Davor waren es 4. Einer ist jetzt schon da und weg. Also habe ich am Ende einen Ritter übrig. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber es war jetzt dann durchgehend so. Echt? Ja. Nee, ich weiß nicht, waren es vorher 4? Es waren vorher 4. Ich war ja schon mal hier unten. Okay. Vielleicht hast du irgendwas noch gemacht, wodurch eins weg war? Ich weiß oder halt, beim ersten Mal hast du ein Tor vielleicht schon kaputt geschafft irgendwie? Naja, eins war dann schon zu, das ist richtig. Na, vielleicht bleibt es zu. Ja, bloß wenn ich dann, das kann ich jetzt schon mal sagen, die 3 gehen dann auch zu. Und leider Gottes werde ich es nicht im ersten Versuch schaffen. Du wirst schon verstehen, warum, leider Gottes. Und dann bin ich halt wieder hier und die 3 Tore sind wieder da und eins halt nicht. Das heißt, ich habe am Ende wieder einen Ritter. Aha. Und die sind doch halt gut. Ziemlich erfahren. Ja, an sich schon, aber ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ja, doch, bestimmt. Jedenfalls zu dieser Dame nach oben kommt man. Das ist auch wieder eine Grinding-Aktion. Oh oh. Diese Ritter hier hinterlassen Leuchtseelen. Und man muss insgesamt 50 Stück sammeln von denen. Um dann bis zu ihr nach ganz oben zu kommen. Dann kriegt man sogar noch eine Klinge und sowas. Geil. Ja, und die Seelen selbst, die bringen nichts, die geben nämlich keine Seelen. Wow. Ja. Das fand ich auch so richtig toll, als ich das gelesen habe. Ne, super. Ja. Aber gut, für die Klinge würde ich es machen. Ich weiß halt nicht, ob die mir so viel gebracht hat und ich wollte es da nicht auf sammeln, weil... Ja. Ja, man kann zwar, nachdem man zum Beispiel den Boss... Ja, ich bin tot. Nein! Nachdem man den Boss besiegt hat, kann man wieder runter und man kämpft endlos gegen die, aber ohne Ritter halt. Da wäre jetzt der... Da wäre doch jetzt der Boss auch gekommen, ne? Erst wenn die 3 Tore zu sind. Ach so. So, ich glaube, hier habe ich jetzt keinen Cut gemacht. Ich weiß gerade nicht, wieso. Ja, weil das kein Weg ist. Ja, obwohl ich wollte ja eigentlich nachschauen, genau, ob jetzt die Tore weg sind, jetzt wo welche zu waren. Das wollte ich nachschauen, deswegen bin ich nochmal den Weg lang gelaufen. Okay.
Okay. Ich habe ja meine vier Dudes wieder. Mhm. Ich werde natürlich jetzt durch die Nebelwand gehen. Yay! Hurra! Und dann stürzt er. Ja. Die haben's mit solchen Anfängen bei Bossen. Das Lustige ist, man kriegt auch von der Dame oben erfahren, dass sie anscheinend so verwandt ist mit diesem Boss aus dem ersten Dark Souls Teil. Wie heißt er? Nicht Quinn? Quinn, ja. Nicht Boss? Nicht Quinn. Gwendolin? Nein, auch nicht Gwendolin. wie heißt der? Aris, Aris, Assistor, Alistor. Artorias. Artorias. Ich wusste es. Alistor. Artorias, mit denen ist er wohl die Tochter. Ja, da zählt sie auch nebenbei. Die erzählt halt so, dass ihr Vater in den Abgrund runtergestiegen ist und so ein Scheiß. Ja, das könnte er sein. Mhm. Hat sie den Namen erwähnt? Vielleicht meint sie auch Manus. Nee. Sie hat keinen Namen erwähnt. Ich meine, dass sie böse ist? Die ist nicht böse. Nicht? Was, die Dame? Nö. Hä? Wieso sollte sie böse sein? Sie wollte bloß nicht, dass ich großartig in dieser Welt herumlaufe. Weil die wollte die ganze Zeit, dass ich verpisse. Aber nein, okay. Habe ich nicht getan. Ja, warum auch? Hallo, hier gibt's Seelen. Hier gibt's Bosse. Das gibt dann alles. Meine Begründung war, als ich das schon mal gemacht habe und man mich dazu aufgefordert hat, die Welt zu verschwinden, habe ich das auch gemacht und dann bin ich wieder trotzdem zurückgekommen bin so mit der Begründung, hey, aber hier war doch nichts sonst Besonderes und es hat sich nichts getan dabei. Wow. Ja, in der Painted World von Ariandel? Gibt's sie hier auch? Nee. Nee, aber im ersten Teil. Im ersten Teil. Da hieß es ja, bitte geht einfach weiter, hier gibt's nichts zu sehen, das habe ich dann auch gemacht. Ja, super. Bin dann nochmal den ganzen Weg gelatscht. Ja. Und dann so, ja, irgendwie, nee, ich will jetzt nicht gehen, aber hab drauf gehauen. Ja. Das war erst verwirrend, ne? Ja, weil es hat einfach nichts gebracht. Und hier sammle ich die Sachen, man kann ihre Rüstung sammeln. Okay. Nee, bei der, wie hieß die eigentlich? Priscilla. Ja, Priscilla. Na. Beim ersten Mal, ich bin in den Bossraum rein, dachte mir nichts Böses, denk halt Bossraum, ne? Ja. Bin ich losgerannt, voll draufgehauen. Ich hab gar nicht mit der geredet. Nee, ich hab erst geredet. Nee. Also das Lustige ist, die Sense ist ja eigentlich eine Bewegungskette, die ich hier anziehen wollte. Aber es war für den Arsch. So wie die meisten Bosswaffen aus dem ersten Teil, die habe ich alle wütend gemacht. Ja gut, die eine ist gut, wie heißen die? Von Quilek. Nee, hab ich auch versucht. Der Säbel. Na, das war nicht, weil sämtliche Beweglichkeitswaffen im ersten Teil Blutungsschaden machen. Aber nicht alle. Doch, ich habe alle hergestellt. Falchhorn nicht. Falchhorn ist doch kein Bosswaffe. Nee, aber du machst ja aus dem Falchhorn machst du ja die Quilek-Waffe und die hat Feuer drauf. Ja, das hat sie bei mir auch und die hat mir Blutungsschaden verursacht. Dir selbst? Ja. Hä? Jede Waffe, sogar nicht das Katana, sondern irgend so eine lange Waffe von dem Boss ebenfalls und halt auch die Sense. What? Die haben ja alle Blutungsschaden verpasst. Kannst du ja nachschauen, ist ja alles noch online. Musst du den Part finden. Das hat deine Resistenz erhöht. Nee, ich habe Blutungsschaden bekommen. Was ist das denn? Ja, nebenbei, das ist der König. Mir passiert das nicht. Mir ist das ständig passiert. Nicht. Ja, ist er. Und irgendwie, naja, er ist halt kein Rauchritter, ne? Nee, der ist so ein König. Ich habe erst nicht nachgedacht, bin dann später auf Zweihand gegangen. Weil das Schild werde ich eh nicht benutzen. Ja, guck mal, dafür ist den zweiten Ritter, damit der schön tanken kann. Richtig. Aber lange hält er nicht durch. Ich hab, lang genug, schon allein der Gedanke, ey, ist das wirklich so gewollt, dass ich hier noch einen Ritter dabei habe? Ich glaube, da gibt's bestimmt auch was Secret-mäßiges, wenn du den Ritter bis zum Ende behältst. Das kann natürlich gut sein, aber da wäre ich dann wahrscheinlich zu spät. Achso. Und also du willst ja bestimmt alle Bosse machen, oder? Ja. Es gibt einen optionalen Boss. Welchen optionalen meinst du jetzt? Meinst du jetzt im DLC oder meinst du noch in Dark Souls? Im normalen Spiel. Wenn es was mit Dunkelheit zu tun hat, dann habe ich den auch gemacht. Dunkelheit? Nein. Es hat was mit Feuer zu tun. Ein sehr großer Drache. Du meinst den Urdrachen? Ja. Den habe ich doch auch schon gemacht. Was? Ja, der war easy.
Dieser große Drache? Ja, von denen habe ich doch den Riesenfürstenseele bekommen. Und bin damit, von denen kriegst du die Riesenfürstenseele, also noch eine. Ja. Allgemeine Riesenseele. Und dann hast du ja genug, wenn du noch den eine optionale Seele holst, hast du ja dann genug, um Ventrik zu schlagen. Wow. Ventrik kannst du auch ohne Seelen schlagen. Ja, aber der würde dann viel zu viel aushalten, da hab ich keinen Bock drauf. Brauchst nur drei Waffen. Ja, siehst du, und ich brauchte nur eine. Ey, du hast den Drachen geschafft. Ja, der war einfach, Alter. Du musst dir mal das Video anschauen, guck dir meine Videos an. Das mach ich, Alter. Ah, das ist schon wirklich lange her. Echt? Ja, es ist vor den DLCs. Okay. Also ich sag's halt so, wie es ist, ich hab ein paar Anläufe gebraucht, aber dann hatte ich ein Muster drin gehabt. Lass mich so sagen, ich habe freiwillig Schaden genommen, mehr oder weniger. Okay. Aber es war halt wirklich so. Ah ja, und hier sterbe ich nebenbei gleich. Echt jetzt? Ja. Kurz vorm Ende? Kurz vorm Ende. Weil jedes Mal, wenn ich einen Finisher machen wollte, springt er weg. Dieser Mistkerl. Na super. Nee, aber... den Drachen geschafft. Ich hab den damals im zweiten Spielverlauf gemacht. Und ich war eigentlich One-Hit die ganze Zeit. Von jedem Scheiß, den er gemacht hat, war ich One-Hit. Ich tatsächlich nicht, deswegen, und hier bin ich nochmal verreckt. Also, es hat ein bisschen gedauert. Naja, ich kann mich auf jeden Fall an eine Stelle erinnern mit den Urdrachen. Das war bei dir tatsächlich damals, ich glaube, sogar zu deiner Einweihungsfeier. Da hast du den versucht und bist jedes Mal gründlich gescheitert. Ja. Und ich dachte mir nur, Scheiße, den muss ich doch auch noch machen. Ja, aber der war. Na gut, dann lag es am Spielverlauf, nehme ich an. Im ersten Mal habe ich den nicht gemacht. Da wusste ich ja davon gar nichts. Das, ich hab's nur mehr oder weniger aus diversen Quellen herausgefunden. Uff. Schaffst du den jetzt? Weiß ich nicht. Nö. Bist du, keine Ahnung, schauen wir mal. Spannungsbogen aufrechterhalten. Ja, Spannungsbogen. Auf jeden Fall finde ich seine Angriffsmuster einfach richtig scheiße, weil manchmal der verzögert das übelst und dann weißt du nicht, wann du rollen sollst. Hm. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja. Und der in Dark Souls 3, da gibt es einfach so viele, die das mit Absicht einfach machen. Ja, ich finde das dumm. Ja, das ist gemein. Au. Den wollte ich einstecken, das war gewollt. Ja, das meinte ich. Ist alles geplant hier. Dieser Fuck-Angriff, Alter, ich hab's nie wirklich ordentlich hinbekommen. Ich find's schrecklich hier mit den Estus. Oh, kipp mal einfach zwei rein. Ja, Mann. Ah, die Estus sind so langsam. Hm. Belastend. Das stimmt allerdings, aber es geht. Das Problem ist auch wirklich, dass du manchmal eine Situation hast, du schaffst es einfach nicht, die Flakons zu dir zu nehmen, weil der lässt dich ja nicht in Ruhe. Ja. Genau das ist es. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Da bringt die Menge an Flakons eigentlich nicht so wirklich was. Richtig. Das Timing ist wichtig. Ja, man muss halt gucken, man muss halt einen Angriff, wo man eigentlich einen Gegenangriff genommen hat, dazu nehmen und Flakons zu nehmen. Weil du weißt, da kann jetzt nicht sofort was kommen. Hast du wieder zwei genommen? Ich habe wieder zwei genommen, glaube ich. Okay. Das war eine gute Entscheidung. Ja, da gehöre ich jetzt auch. Zack. Das sieht gut aus, ne? Es ist, momentan sieht's okay aus. Ich habe auf die Spitze. Echt jetzt? Ja, ich habe jetzt einmal Schaden genommen. Ja, wow, einmal, zweimal, okay. Der wird halt immer stärker. Scheiße. Ja, das Problem ist einfach schlichtweg nicht treffen lassen. Das sollte ja eigentlich bestmöglichst nicht passieren halt, ne? Richtig. Gibt's ja Turmschilder? Ich glaube schon. Ich glaube, ein Turmschild wäre es übelst einfach gewesen. Puh, keine Ahnung, du, ich wollte auch kein anderes nehmen, weil ich war sowieso kurz knapp vor 70% mit der Rüstung. Da habe ich einfach nichts mehr anderes genommen und hier wurde ich spartanisch von allen Seiten attackiert. Ja, wie sich das gehört, aber alle Ritter waren noch tot. Ja, das nebenbei auch, also man darf sich auch nicht zu viel Zeit lassen. Das ist halt die Kacke. Ja, was machst du denn, wenn alle Ritter tot sind und du stehst dann da unten? Ich habe keine Ahnung. Bislang habe ich es ja noch nicht überlebt. So. Oh. Die Magier muss ich irgendwie immer platt machen, die sind so scheiße mit den Attacken. Die gehen auch schneller down, ne? Naja, nicht wirklich, die halten auch genauso viel aus. Aber die können wenigstens kein Feedback geben, wenn du gerade vor ihnen stehst. Ach man. Also die Sache ist die, wenn ich sie zweimal erwische, mit einer Hand, dann stoßen sie leicht runter. Okay. So, und hier jetzt ganz lustige Option. Alle Ritter tot, ein Tor noch offen. Aber Bostor öffnet sich.
Hä? Ich habe jetzt zwei Ritter am Start. Ja, jetzt schaffst du es ja wohl. Mit zwei Rittern. Nee, mein Gedanke war, kommt jetzt noch einer aus dem Tor raus oder nicht? Nee, oder? Ja, gleich kommt erstmal der Boss. Der Bug-Us, Alter. Ich gucke noch so das immer ganz fleißig auf das Tor. Ja. So, Boss ist da, denkt mir, geil, er kommt nicht raus. Oh doch, da kommt einer. Scheiße. So richtig schön abfuck. Und er kommt auf mich auch noch. Und ich dachte mir, ja cool, Kampf für den Arsch, weil es lief eigentlich relativ gut und es muss auch noch so ein Magier-Typ sein. Aber... Jetzt geht er rein. Jetzt geht er erst rein. Ich dachte mir auch so, hättest du das nicht früher machen können. Und währenddessen zerschnetzelt der Boss meinen anderen Ritter. Ja super, also hast du nichts verloren. Ja, aber auch nichts gewonnen. Nichts gewonnen, ja. Ich habe nur noch 5. Kurs nebenbei. Das reicht doch. Eigentlich schon, ne. Und da springt er zurück, ich liebe es. Du bist doch ein Profi, du brauchst gar keinen. Hm. Scheiße. Der Ritter ist down. Der Ritter ist down, hab kaum Damage gemacht. Au. Scheiße. Was ist das für ein Schild? Ach, keine Ahnung, das hat halt einfach 100% physisch. Und seitdem hab ich es nie wieder abgelegt. Hat halt irgendeins genommen. Jetzt ja. Gras hat ein Schild genommen. Ich hab doch Chlorotiering. Ja, aber der stackt doch. Oh. Hätte ich das mal genommen, ich weiß gar nicht, ob ich den hab. Das Grasbappenschild ist zwar nur auf 80 am Anfang oder 90 oder so, aber wenn du es auflevelst, kommt es auch auf 100. Daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Hätte ich das mal gemacht. Ja, es ist jetzt auch nicht so wild. Das stimmt allerdings. Die Ausdauer geht ja relativ schnell hoch schon. Ja, ich meine, ich habe ja genug Ausdauer für 4 oder 5 Fieber mit meiner Hellebarde. Hm. Und den Schaden wollte ich wohl anscheinend einstecken. Das war alles geplant. Alles. Du musst Wut aufbauen. Genau. Krieg bei Darksiders, ne? Ja. Die Wut ist wichtig. Bam. Aber schönen Schaden, den ich hier mache mit 16. Ich finde aber, das Schwert ist super. Was, seins meinst du? Ja. Ja, kann gut sein. Es sieht cool aus. diesen Strahl. Ja, das Laserschwert. Genau, ein geiles Laserschwert. Ah, ich hab dich schon tot gesehen. Ich auch. Aber er hätte es auch vor allem beenden können. Also der stand einfach nur dumm da. Jetzt trink ich noch mal, weil ich es kann. Okay. Jetzt will er es wissen. Nicht mit mir, Börchen. Oh, weg da. Selber froh, dass du so viel Schaden machst, oder? Ja, ich hab nichts dagegen. Mit deinem Skimitar hättest du wahrscheinlich noch schneller besiegt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Naja, wenn du das Ding 2 nicht nimmst, dann kannst du schon hart viele Schläge rausballern. Naja, 7 bis 8, glaube ich, sind. Nee, sein Buff hat auch. Oder noch mehr. Ja, das hört nach der Zeit auch wieder auf, das fand ich lustig. Oh. Der ist nicht der einzige Boss, bei dem das so ist. Das ist einfach die Bestätigung dafür, dass du schon viel zu lange brauchst. Ich weiß nicht, was du meinst. Nee. Aber das war jetzt nicht der erste Boss, bei dem das so war, ne? Welcher noch? Sir Alon. Welcher war das nochmal? Old Iron King. Jo, ich hab den Boss nebenbei doch noch besiegt. So. Sauber. Dann haben wir auch die Seele demzufolge. Und da hinten gibt's noch die Krone. Sir Alon ist quasi der Optionale nach dem Rauchritter. Ach, der! Hm? Der übelst Blutungsscheiß macht. Ja, wenn du dich treffen lässt. Die Waffe von dem ist cool. Ja. Das wenn du die selber hast. Und der hat auch so eine Attacke, da sticht er dich auf und dann ist er gebufft. Mit seiner Waffe. Hast du das doch schon vorgelesen? Hab ich wirklich. Warte mal, ich halte mal das Video an. So, das ist alles live. Krone des Weißen Königs, der einst dieses Land regierte. Hoch im Norden baute ein König eine große Kathedrale, um die tobende Flamme zu besänftigen. Doch als er den Verfall seiner Seele spürte, verschwand er ohne ein Wort und hinterließ alles Alsana, das ist die Dame da oben, die ohne jemandes Wissen an seiner Seite Platz gefunden hatte. Doch dies geschah vor langer Zeit, heute erinnert sich niemand mehr an des Königs Namen. Steht nebenbei bei jeder Krone so. So. Achso, alles so. Also der letztere Teil immer. Ach so. Man erinnert sich nicht mehr an den Namen des Königs. Okay. So, jetzt haben wir nämlich alle 3 Kronen. Und die bringst du jetzt zu Ventrik? Hab ich versucht, aber das mach ich noch nicht jetzt. Achso. Ja. Jetzt gehe ich erstmal wieder hoch und sage, hey, Milady, ich hab's geschafft.
Ungefähr so. Und ich habe 6 Leuchtseelen, glaube ich, insgesamt bei den Kampf gesammelt. Wie lang einfach deine Parts sind? Ich weiß nicht, was du meinst, das ist Standard. Das ist Dark Souls. Das muss länger sein. Okay. Ja, was? Ich muss doch noch mit der Dame reden, die da oben ist. Ich hab meinen Wunsch gehört. Das ist richtig. Man sieht nicht viel, deswegen. Man kann diese 50 Seelen sammeln. Lies bitte weiter vor. Nun bedauere ich nichts. Okay. Ihr müsst... Ja, nein. Ich wurde mit in der Finsternis geboren. Lach nicht. Mach ich nicht. Vor langer Zeit ging mein Vater in die Tiefen des Abgrunds unter. Ja, die redet langsamer. Die Finsternis zerbarst in winzige Splitter und einer dieser Splitter war ich. Genau. So. Nein, dann geht's da nicht so um Artorias, sondern um Manus. Ein zerbrechliches Wesen, geboren aus einem Teil der Finsternis. Sicher? Ja, weil Manus ist doch der Vater? Der Vater der Finsternis. Ah. Und sie sagt, zerbrochen dadurch. Als könnte ich einfach so verlöschen. Okay, ich war eigentlich wirklich der Meinung Artorias. Nee, der hat keine Kinder. Ich bin die fleischgewordene Furcht meines Vaters. Oh. Siehst du? Okay. Einen Halt suchend sah ich, wie stark der König dieses Land war. Ich wandte mich an ihn, um nicht unterzugehen und meine Äxte zu ersticken. Das Dark Souls deutsche Sprachausgabe hat. Heute ist mir klar, dass er dies vielleicht aber wusste. Ja, ist die Extended-Version. Ein Kind der Angst bin ich und mein Herr gab mir Geborgenheit. Ja, ich die labern auch scheiße viel. Vorgelesen. Ja, nee. Und so bleibe ich hier schnell als Erbe meines Herrn über das Chaos wachen. Was? Ich übersetze es mal schnell auf Englisch. Na, mach mal. Mach mal, das wird schon wahrscheinlich gut gehen, ne? Das wär's, bis ans Ende der Zeit. Und dieses Dialogs. Und dieses Dialog. So, jawohl. Jetzt war ich mir nicht sicher, war ich jetzt fertig oder ich glaube, die kann man nochmal ansprechen. Ich glaube, hier wollte ich gerade erzählen, hier, Vater, Abgrund, ich glaube, Artorias und so. Irgend so im Müll habe ich gelabert. Ah ja, das Chaos verschlang die Ritter von Eleum Lois. Die haben einen scheiß Namen, ey. Und dort sind ihre Seelen noch immer. Oh nein. Ja. Ich bete, dass sie erlöst werden mögen. Das ist das mit den 50 Seelen, sammeln? Das ist das mit den 50 Seelen. Ich spüre eines Ritters erquickliche Freude. Jetzt merkt ihr die Lois-Seelen, die ich da habe. Werter Besucher, bitte nehmt meinen Dank an, weil ich sie erlöst habe. Ja. So, Stülpen und Gamaschen. Und jetzt, glaube ich, passiert gleich genau. Puff! Hä? Was? Wie? Achso, das ein Dings frei. Ja, das war nicht viel. Mein teurer Herr ist nicht mehr. Mir bleibt nur noch das Chaos abzuwehren, voller Herzens zu beten für meinen treuen Herrn und seinen treuen Rittern. Ich hab dann einfach schnell geskippt, das war mir echt zu blöd. Ja, das ist... Aber ja... Das ist immer so eine Sache, wenn die NPCs einfach so langsam reden. Aber die reden und dann auch noch extrem viel, hier in dem Teil vor allem. So, ja, dann bist du noch ein bisschen Lore nachgeschoben. Oh, wir haben zu wenig Story im Spiel. Ja, das sowieso, aber das ist ja so ganz toll bei Dark Souls. So, jetzt suche ich nach den Leusten. Noch weniger als... Ne, du hast ja abgegeben. Nein, habe ich nicht. Warte. Nicht? Nee. Sind die Beschlüssel? Nee, das sind wirklich Seelen, aber andere Seelen, Leusten. Enthält keine Seelen, sondern vielleicht... Explosionen! Und ich dachte mir so, oh, ich hasse solche Texte. Warum könnt ihr mir nicht sagen? Die Riesenseelen kannst du doch auch noch nehmen jetzt. Das ist richtig. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich die noch für irgendwas brauchte. Ja, du hast doch damit den König gekillt. Richtig. Ich habe aber nicht mehr dran gedacht. Ich glaube, die geben auch nochmal 20 pro Stück. Ja, das kann gut sein. Ich dachte halt so, vielleicht brauche ich die für einen Endboss irgendwie, damit ich da hin kann. Ich habe die ja nicht immerhin gesammelt. Ja, stimmt. Die Finsternis-Scheiße hast du gemacht? Vielleicht. Die, mit dem Eid. Vielleicht. Hast du? Das und vieles mehr werden wir aber erst im nächsten Part sehen. Okay. Weil hier wird jetzt gleich der Part zu Ende sein, oder? Ach so. Ja, 25 Sekunden noch. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute, mit Aikosa und mir. Den Delta-Kay. Und bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ja, ciao.